Einen wunderschönen guten Tag. Wir spielen heute gegen die Hauptstädtler aus Berlin. Die Hertha im heimischen Olympiastadion gegen uns, den großen FC Bayern. Wir spielen heute mit einer etwas anderen Aufstellung. Naja, sie ist eigentlich normal. Ich habe nur zwei Änderungen vorgenommen. Ihr werdet sie gleich sehen. Nachdem hier die Spieler beider Teams einmarschiert sind. Hier sehen wir Lewandowski. Er will noch die 30. Und dafür brauchen wir noch zwei weitere Tore. Lewandowski, machst du uns die 30. Das wäre so schön. Wir schauen auf die Aufstellung. Der Hertha. Mitchell Weiser nicht im Team dabei. Wundert mich. Roy Behrens auf dem rechten Flügel. Hier sehen wir die Bayern-Fans zahlreich unter den 80.000 Anwesenden. Und hier seht ihr die Änderung. Es spielt Gianluca Gaudino im linken zentral-defensiven Mittelfeld. Und auf dem rechten Flügel setzt Bale heute mal eine kleine Pause. Und es spielt der US-Amerikaner Julian Green. Was ist das denn? Müller! Das war direkt mal eine komische Szene zum Anfang. Das ist noch nicht vorbei, Müller. Und jetzt ist es vorbei. Geklärt. Aber das war mal eine ganz komische Aktion. Dieser Riesenfehler zu Beginn direkt. Costa mit der Ecke. Benatia! Kraft. Ja, das hier ist schon besser. Das ist Alaba. Kroos. Da haben wir Lahm. Und da haben wir Julian Green. Julian Green. Flanke. Abgeblockt. Da kommt Kroos nicht ran. An den zweiten Ball. Boateng. 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 Green. Flanke abgeblockt. Ecke. Ja, Ecke von Lahm und die ist ganz gut, da ist Kraft. Alaba blockt. Schott. Lahm. Gegen alle und Ecke. Selbret klärt. Dritte Ecke. In kurzer Zeit. Lahm und die ist besser. Aber die ist geklärt. Aber Alaba. Benatia, das ist ein super Ball, Costa, Lewandowski, da ist die 29. 1-0 Lewandowski. War das herrlich rausgespielt. Benatia, beziehungsweise Alaba, da der Pass und dann Benatia mit dem Bass in die Schnittstelle. Da ist Costa, der legt den in die Mitte und das Lewandowski. Und der muss ihn dann nur noch reinschieben. Ganz bitter für Kraft, da ist richtig gesprungen, aber genau unter ihm durch. Das ist die Weltklasse von Lewandowski bzw. dieser ganzen Bayern-Mannschaft. 29, noch 1. Und wir haben die 30. Hashtag Levi30. Kalu. Roy Behrens. Flanke ist verdammt gut. Riesenchance, Pfosten. Riesenchance aus dem Nichts für die Hertha. Green macht hier einen Mega-Run. Julian Green ist der schnell. Julian Green. Julian Green. Flanke. Müller. Dropkick aufs Tor. Riesenchance. Der hat sich noch ganz gefährlich gesenkt. Da geht er ein Stückchen zu hoch. Da wäre in der Kraft nicht angekommen. Vielleicht hätte ihn der Spieler auf der Linie bekommen. Fragen über Fragen, aber keine Antwort. Alles nur Vermutungen. Kroos! Wow! Das war so gewollt. Kroos. Green. Herrlich gemacht. Lahm. Foul. Und gelbe Karte. Tja. Enis Benatira hat eben schon mal unserer zugelegt. Green, Julian Green mit dem Freistoß. Der ist gut!
Was ein Tor! Gianluca Gaudino 2:0. Herrliches Tor! Da kommt der Julian Green und der Gaudino und die machen sich beide zusammen das 2:0. Was für ein wunderschöner Freistoß und dieser wunderschöne Lauf von Gaudino ermöglicht dieses wunderschöne 2:0. Da ist Kraft verdutzt, der rennt da raus und BÄM! Zum Glück an Gaudino vorbei. Tja, und Gaudino schießt sein erstes Tor für die Bayern überhaupt. War es das erste? Ja, ich meine, es war das allererste überhaupt. Und wir von 2:0 gegen die Hertha. Ich weiß gar nicht, wo die momentan in der Tabelle stehen. Fehler. Lewandowski. Ist das die 30? Nein, es ist nicht die 30. Das wäre zu einfach gewesen. Ich hoffe ja, irgendwie die 30 zu Hause zu schießen. Das ist ja irgendwie geiler schon. Wenn das dann die eigenen Fans noch mitbekommen, aber... Was soll's, ich hätte auch nichts dagegen, natürlich die 30 die 30 heute schon klar zu machen. Warum nicht? Boateng. Müller. Lewandowski, Müller, Costa. Costa! Kraft. Der Schuss war so unplatziert von Douglas Costa. Schelbrett. Plattenhardt. Und Langkamp. Und Schelbrett. Und Enes Benatira gegen Lahm. Easy. Green mit Kroos. Lewandowski. Wollte zu Müller spielen. Das war aber nicht gut genug. Benatira. Und Halbzeit, 2:0. Schöne Tore. Schön herausgespielte Tore. Kann man sich doch nicht beklagen bei so einem Spiel. Überhaupt nicht. Green. Green. Ich sag doch, der ist verdammt schnell. Aber das war ein bisschen zu weit vorgelegt. Der Abstoß von Thomas Kraft. Schellbrett, Plattenhardt. Kalou. Tigerzi. Lahm mit dem Kopf vor Kalou. Benatia, schlechter Ball. Alaba holt sich das Ding nochmal zurück. Jetzt spielt das Ding ganz ruhig. Das war eher nicht so ruhig. Pekarik zu... Jetzt wieder Pekarik. Kalou. Das könnte jetzt eine Chance geben. Die erste Chance gab es noch der Flanke. Diese Flanke war schlecht. Einwurf für die Bayern. Müller. Gaudino. Alaba. Da geht dann nicht vorbei. Da ist Behrens da. Aber jetzt... Hat er den Ball dort durchbekommen. Tatsächlich. Kalou. Kalou. Costa. Kroos. Müller. Da wird er abgeblockt. Plattenhardt. Lustenberger. Wieder Plattenhardt. Benatira. Mit dem Seitenwechsel. Pekarik. Jawohl. Genau das wollte ich provozieren. Müller. Das war perfekt gespielt und jetzt Julian Green! Da bin ich aus Versehen auf die Lupfer-Taste gekommen. Schade, das hätte ein guter Schuss werden können. Jetzt der Eckball. War eher nicht so. Green, da kommt er nicht ran, verspringt der Ball. Salomon Kalou. Jetzt muss Green hinterher. Und den hat er. Lahm. Ist das herrlich gespielt gewesen, aber dann verliert Green den Ball. Das war ein vierfacher Doppelpass. Insgesamt. Zwischen Lahm, Green,
Alaba, Green. Hat Alaba die Seite getauscht? Oh. Das war nicht ganz so beabsichtigt. Während Schelbrett, Kalou, Plattenhardt, Kalou. Der Ball ist durch der Rieder. Nächste Chance für Berlin. Ich sag ja, Pressing ist das Beste, was du machen kannst. Du musst halt nur hinten dann aufpassen. Green, gute Balleroberung. Groß. Groß, 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 groß. Kraft. Groß. Kraft. Lewandowski. Was? Fast die 30, aber Kraft. Sensationeller Reflex. Ecke. Lahm. Da ist Kraft wieder ein Stück rausgekommen. Es gibt Einwurf für uns. Was da? Bei Verlust. Nicht so gut. Da war ein kleines Gezangel, aber das ist dem Schiedsrichter relativ egal. Jetzt Groß geht hinterher. Jetzt, nee, Gaudino war das. Und geholt auch jetzt den Ball. Und bleibt auch am Ball. Gaudino. Jetzt gibt's Elfmeter. Nicht, weil es Ball gespielt war. Lahm mit der Ecke. Groß. Groß. Das ist gut gemacht. Kraft. Lahm. Ne, das war's. 2-0. Berlin absolviert. Locker, leicht und rotzig. Aber schöne Tore, muss man sagen. Und wir haben dann das nächste Spiel. Gegen Juventus. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Denn wir haben 2-0 in der Hintertasche. Und da wollen wir uns bald ins Juventus-Stadion wagen. Bis dahin. Tschüss.